Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, besser gesagt ein Tutorial auf Ark, wie man solche Fahnen macht. Und dazu bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe Rico dabei. Hi Rico. Hallöchen. Und zwar ist Rico der Künstler, der diese Fahnen gemacht hat. Ihr wisst ja, die Sari-Fahne, dann hat er von meiner Frau, von der Simi, noch die Fahne gemacht. Jetzt hat er noch für den Udo, die Ragnarok, hat diese Fahnen gemacht, die zwei. Für den Jonas hat er die Fahne gemacht und auch für den guten Claudi. Für den Claudi hat er auch die Fahnen gemacht. Ne? Ihr seht, das sind einfach Meisterwerke. So, es kam sehr oft, wenn man so eine Fahne gesehen hat in einem Video von mir, kam sehr, sehr oft die Frage, wie macht man so eine Fahne? Weil auf PC gibt es ja die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen und das dann auf eine Fahne zu printen. Das geht ja auf PlayStation scheinbar nicht, oder? Liege ich da richtig? Nee, leider nicht. Okay. Ihr seht, hier hat er auch noch so ein geiles Symbol gemacht. Und jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Das ist sein Logo, ja? Das haben wir schon gesehen. Ah, ich drehe. Ja, gut, da hinten ist eher Wasser. Wir gehen jetzt darüber, weil hier haben wir praktisch unsere Pinselwerkstätte aufgebaut. Wir sind ja gerade auf seiner Singleplayer-Map, wo er sich praktisch so verausgabt hat und bibabo, ne? Und jetzt zeige ich euch mal, wie Le Monet de Sari, also der alte Künstler Sari, das machen würde, ne? Also erwartet euch von mir nichts Großes, weil ich kann es einfach nicht. Es gibt natürlich Region 1, Region 2. Region 1 ist zum Beispiel die ganze Fahne, Region 2 ist der Stiel oder genau umgedreht, ist aber auch egal. Weil wir brauchen, dass wir das machen können, das freie Malen. Dazu gehen wir einmal nach rechts mit dem Joystick und drücken auf X. Jetzt habt ihr hier dieses Ding, ne? Die kleine Scheißerchen, ne? Ihr könnt jetzt mit L2 und mit dem rechten Cursor ranzoomen, dass ihr richtig weit reinkommt oder eben komplett rauszoomen. So, Rico hat mir noch den Tipp gegeben, wenn ihr größere Flächen einfärben wollt, dann könnt ihr auf L3 drücken, dann seht ihr unten, klicke für dünnen Pinsel und dicker Pinsel. Jetzt müssen wir einen dicker Pinsel haben. Nein, das ist der dünne. Jetzt haben wir dicken. Seht ihr, das sind jetzt so dicke Striche. Und umso weiter ihr rauszoomt aus dem ganzen Spiel, umso dicker werden die Striche. Also wenn ihr große Flächen habt, könnt ihr natürlich da ein bisschen tricksen, damit ihr nicht alles so einzeln ausmalen müsst. Aber für die kleinen, feinen Sachen müsst ihr so weit wie möglich ranzoomen. Dann geht ihr auf dünnen Pinsel und dann macht ihr praktisch immer einen Punkt, nächster Strich, Punkt, nächster Strich, Punkt, weil wenn ihr auf der Linie bleibt und zieht, dann will er immer eine gerade Linie machen. Ihr seht, das wird so extrem, ne? Und man bringt es fast nicht rund zusammen, ne? Und wenn man das aber so Pixel für Pixel macht, dann hat man die besten, wie gesagt, ich kann es nicht, wenn man das Pixel für Pixel macht, dann hat man noch die besten Chancen, etwas Schönes draus zu machen. Es ist wirklich Pixel für Pixel, ne? Und das ist die Scheißarbeit an der ganzen Sache. Und was ganz heftig ist, hat mir der Rico gesagt, ist hier seitlich die, diese Stellen gehören natürlich auch bemalt, aber das wabbelt. Und das wabbelt immer, egal wo ihr seid. Das Ding wabbelt immer. Und dann könnt ihr jetzt mal hier malen, ne? Wenn ihr jetzt hier einen Punkt machen will, ja, weg, hier, seht ihr? Da hat er fast keine Chance, ne? Denkt mal, hier einen Kreis zu malen, das ist... Ja, und ja, eine Niere. Wir haben eine Niere gemalt. So, ja, aber ihr seht, so in der Richtung geht das. So läuft das. Und ja, Rico, hast du noch ein paar Tipps, so Anfängertipps, was man so geben kann? Oder habe ich jetzt schon alles erwähnt? Nee, es gibt noch ein bisschen was. Zum Beispiel muss man aufpassen, in den unteren Bereichen, wo jetzt die Fahne angehängt wird an dem Stock, kann es passieren, dass, wenn man an einer Stelle malt, an der Stelle zwar gemalt wird, aber es auch an einer ganz anderen Stelle ebenfalls malt. Oder es kann auch passieren, dass es einzelne Pixel gibt oder Bereiche, die gar nicht zu bemalen gehen. Oder halt man dort malt und da aber nichts passiert, dafür aber an einer ganz anderen Stelle. Das kann unter Umständen auch passieren. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade Linien malen will, und man an der Karte ist, also gerade Linien zu malen ist nicht so einfach, weil immer wenn man den Cursor oder mit dem Stick sich bewegt, dann irgendwann driftet die Linie ab. Und wenn man das machen will, dann kann man zum Beispiel mit den Steuerkreuztasten und der R2-Taste, wenn man jetzt gedrückt hält R2, funktioniert es nicht, dann malt er nicht. Wenn man jetzt aber immer
gehe jetzt mal kurz ran. Ich dürfte sagen, ihr müsst es theoretisch sehen können. Von außen. Wenn ich jetzt an so einen Punkt gehe und da jetzt die Steuerkreuztaste meinetwegen nach rechts gedrückt halte und immer punktuell R2 drück, dann bekommst du eine gerade Linie. Okay. Es geht einmal nach rechts, es geht aber auch nach oben. Also du behältst R2 gedrückt und pusht praktisch nur mit der Steuerung. Nein, L2, Quatsch, man muss die Richtungstaste, also die Steuerkreuztaste gedrückt halten, in die man will. Okay. Und dann muss man die ganze Zeit R2 spammen. Ah, okay, also spammen. Praktisch bleibt auf dem Steuerkreuz drauf. Sobald man R2 gedrückt hält, bleibt der Pinsel stehen. Okay. Okay, passt. Das ist ja natürlich. So kann man dann auch gerade Linie machen. Das ist gut, wenn man zum Beispiel Schrift machen möchte. Oder wenn man irgendwo Linien ziehen möchte, ist es ganz gut. Was natürlich schwierig geht, ist schräge Linien. Da muss man dann ein bisschen tricksen und versuchen, das hinzubekommen. Das mache ich meistens, da fange ich meistens mit einer dicken Linie an und versuche dann mit einem dünnen Radierer, das kann man dann im Grunde mit R1, kann man dann einen Radierer nutzen. Und dann nutze ich dann, ich mache erst eine dicke Linie für eine schräge. Auf L1 ist der Radierer? Warte mal, lassen wir mal auf testen. R1. Auf R1. R1 ist der Radierer. Es steht R1. Ja eigentlich ja, eh ja. Irgendwo, aber R1 ist der Radierer. Ach ja, hier ist der Radierer. Und da kann man auch und schon es funktioniert ebenfalls genauso wie beim Malen, wenn man L3 drückt, hat man dünn oder dick. Ach so, meint er, ja genau. Stimmt, das geht echt gut, wenn man das Steuerkreuz behält und immer praktisch R1 spammt, beim Radierer jetzt zum Beispiel. Und dann kann man echt schöne gerade Linien ziehen, schaut mal an. Das geht echt einwandfrei. Das Einzige, wo es ein bisschen problematisch ist, ist es an den Stellen, wo es gerade jetzt so wabbelt, links und rechts. Ja. Da kann es passieren, dass es sich mal nach oben oder unten verrutscht. Mhm. Er bleibt zwar relativ auf der Linie, aber es kann mal sein, dass er sich verzieht. Und an den Stellen, wo es verbuggt ist, also wo er nicht zeichnet oder sich verschoben zeichnet, da hat man dann auf einmal in der Linie irgendwo weiter oben den Strich. Okay. Oder weiter unten. Und ihr könnt die Fahne immer weiter malen. Also wenn ihr jetzt heute keinen Bock mehr habt und sagt, oh, leck mich die Fahne, ihr könnt am nächsten Tag oder so, ihr könnt immer weiter malen. Und ich will euch jetzt noch zeigen, wie man die Fahne speichern kann. Wenn ihr jetzt sagt, ey, die Fahne ist jetzt der Oberburner, dann geht einfach R2, dass ihr mit dem Pinsel dagegen klopft und hier praktisch Lade Bemalung, da könnt ihr runterladen oder einfach Bemalung speichern. Da draufklicken und dann könnt ihr den Namen eingeben, ohne Leerzeichen, den Namen eingeben und speichern. Wenn ihr jetzt eine leere Fahne habt und ihr wollt eine Bemalung draufladen, einfach hier oben, ihr müsst natürlich alle Farben haben, ne? Einfach da oben, Lade Bemalung und dann habt ihr die gespeichert. Ihr habt die gespeichert, das ist auf meine PSN gespeichert. Ich kann die praktisch auf jedem Server, was ich bin, kann ich diese Fahne nutzen. Das ist der Hammer, ne? Ich bin jetzt gerade zurück in die Welt, meine neue Fahne abzuholen, weil er hat meine ja einfach überarbeitet, weil meine ein paar kleine Fehler drin hatte. Sieht jetzt alles ein bisschen anders aus und einfach dann die anklicken, Sari Neu zum Beispiel, die Fahne, und ihr seht jetzt hier die Fahne und dann hier oben auf Ladebemalung. So, jetzt fängt der an, die ganze Fahne zu malen. Wir haben natürlich jetzt die beschmutzte Fahne genommen, wo wir schon dran waren mit Pinseln. Das müssen wir jetzt einfach mal übersehen, aber ist egal, ich will es ja auch nicht zeigen. Das stört nicht, das macht er ewig. Also, wunderbar, ne? Und zack, er hat fertig. So. Nee, hat er nicht ganz fertig. Ja, ich glaube, er war ganz fertig. Ich hoffe mal. Auf jeden Fall, da sieht man jetzt schon der Blitz und die Bäume. Das ist alles neu. Die Schrift ist anders geworden. Das Auge sieht anders aus. Also Rico hat das, die Sari-Fahne 1.2 gemacht. Und da muss ich sagen, herzlichen Dank, weil ich würde für diese Arbeit einfach Geld verlangen. Ohne Scheiß. Das ist nämlich so viel Arbeit, so eine Fahne. Denkt doch mal, Pixel für Pixel diese Fahne zu zeichnen. Das ist abartig. Und jetzt wisst ihr, wie man so eine Fahne zeichnet. Jetzt gehen wir nochmal rüber zu den anderen Fahnen. Und dann könnt ihr nochmal schauen, wie detailgetreu, wie schön das Ganze gemacht wurde. Und deshalb bitte spammt jetzt den guten Rico nicht zu mit Nachrichten. Oh, mach mir auch so eine Fahne, weil hey, Alter, der Bruder muss los, ne? Da, yeah, das ist krass, ne? Ist echt krass. Schau mal, gerade die Fahne von Jonas, ne? Die ist gut viel pixelig, aber okay. Sag ich mal, geht noch. Meine Fahne ist abartig. Meine Fahne ist abartig und die meiner Frau ist noch abartiger. Weil, ja, man sieht es einfach, oder? Die von Udo finde ich auch absolut genial mit den Tüller in der Mitte und das Mädel außen und den Obi. Und
Es ist einfach so viele Details, oder? Hör mal, oben ist sogar ein Petri in der Luft. Das ist einfach... Es sind so viele Details, ne? Und da von Cloud die Fahne, auch mit der Motte, mit Pupsi, ne? Alle mit am Schatten. Leute, ganz ehrlich, das ist krass, ne? Und jetzt wisst ihr, wie man das macht. Und ihr könnt euch jetzt dran machen und sagen, okay, bis Extinction rauskommt, dauert noch ein bisschen. Jetzt mache ich mir eine geile Fahne, weil die habe ich dann einfach auf jedem Server dabei. Oder ihr habt natürlich so einen guten Freund, der euch das macht. Aber das ist natürlich... Abartig. Ja, Rico, ich glaube, das war's, oder? So ganz kurz und knackig, oder? Ja, eins muss ich noch sagen. Wie ist los? Bei den Fahnen. Und zwar, man kann maximal 3 Stück speichern. Das ist gut. Und wenn man die Fahnen zeichnet und man will etwas Komplexes malen, ist es wichtig oder sinnvoll, wenn man sagt, okay, man nimmt sich jetzt noch eine zweite Fahne her als Zwischenspeicher. Weil es kann immer mal passieren, man hat ja oben diese böse Löschen-Taste. Und wenn man dann aus Versehen draufkommt, war alles umsonst. Ah, okay. Deswegen mache ich das zum Beispiel in Zwischenschritten. Ich fange an, wenn ich sage, okay, ich habe einen gewissen Schritt fertig, dann speichere ich das, bringe das dann, mache das Gespeicherte auf die zweite Fahne als schon mal fertiges, also zumindest schon mal als Zwischenschritt. Und dann zeichne ich weiter. Und wenn man etwas, wenn man dann noch 3 Seiten Fahnen voll hat, dann muss man vorher erst eine löschen, bevor man dann wieder eine speichern kann. Bei Zwischenschritten muss man das allerdings relativ oft machen. Man sollte aber dann auch wieder aufpassen, dass man nicht unbedingt auf Löschen kommt. Das ist immer so eine Sache, ist mir schon 3-mal passiert. Oh, ist ärgerlich, vor allem wenn man kurz vor dem Fertig ist. Deswegen habe ich mir das angewöhnt, immer wieder zu speichern. Es kann übrigens ab und zu mal passieren, und das ist mir jetzt gerade eben beim Sari aufgefallen. Vorne hinten, also ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es jetzt daran liegt, dass wir hier relativ zu viele Fahnen haben oder nicht. Oder ob es irgendwie vom Speichern her, dass es da irgendwo Probleme gibt. Bist du mit? Jo. Also zieht ja nicht keiner. Ich höre dir so zu, schau auf die Fahnen. Ne? ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, Sari. Aber bei mir zum Beispiel ist im A, im R und im I, ist jetzt zum Beispiel, und auch im Auge, ist jetzt, da fehlt ein bisschen Farbe. Ja? Das hat es nicht komplett geladen. Okay, das sehe ich aber bei der anderen Fahne auch so. Das ist bei der anderen Fahne auch so? Ja, wenn ich jetzt da rausgehe, warte mal. Wir schauen nochmal. Aber mir kommt schon vor. Okay. Warte mal. Aber bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Ich verduste schon wieder. Nee, beim Auge. Nee, hier passt jetzt. Vorhin war's. Und das ist das, was ich höre. Entweder ich weiß nicht, woran das liegt, ob das am Arbeitsspeicher von der PlayStation liegt, dass wenn die überfüllt ist, einfach so eine Späße macht. Ich weiß nicht, was es ist. Normalerweise versuch am besten die Fahne deine, die du hast, nochmal zu löschen und die hier nochmal zu speichern. Okay, warte. Also die Sari neu nochmal löschen, dann sehen auch alle, wie es funktioniert. So, wir gehen jetzt auf den hier. Machen den hier und machen. Praktisch Ladebemalung. Und jetzt gehen wir auf Sari neu. Zack. Das ist jetzt praktisch die hier. Und da gehen wir jetzt. Oh, das schmerzt im Herz. Mit Malung löschen. Das ist ja abartig, so eine Fahne zu löschen. So, haben wir gelöscht? Okay. Gut. Ist jetzt weg. Haben wir nicht mehr. Jetzt gehen wir zu der hin. Schlagen einmal gegen. Und wollen die praktisch speichern. Bemalung speichern. Zack. Und das ist jetzt praktisch Sari neu. Sari, ihr müsst es zusammenschreiben, sonst wird es einfach nicht gespeichert. Dann neu und dann einstellen. So, war glaube ich einstellen oder schließen. Nee, müsste passen. Jetzt probieren wir es hier nochmal auf der leeren. Zack. Bemalung Typ, Sari neu. Und gib ihm. Er lädt die Bemalung. Wir lassen jetzt, bis er komplett fertig ist. Aber eben das ist das Problem, dass manchmal so Fehler sind. Und deshalb hat der Rico, das hat er bei meiner Fahne gesehen und hat gesagt, oh wow, da sind Streifen dran, die gehören nicht. Und deshalb hat er die ganze nochmal überarbeitet. Und deshalb bin ich auch jetzt aktuell auf seiner Welt, um einfach die neue Fahne zu holen. So, ihr müsst warten, bis praktisch dieses Bild da ist und dann geht ihr raus. So, und jetzt sehen wir gar nichts, weil die Sonne blendet. Doch, hier geht's. Jetzt passt's. Jetzt passt. Ihr seht, Auge schön, Schrift schön. Wenn wir da drüben schauen, zur praktisch verpfuschten Fahne, wo praktisch der Ladefehler war, hier seht ihr praktisch,
Auge hat unten weiß und die Schrift hat viel mehrere weiße Dinger drin, ne, was nicht so gehört. Und der Bart hat hier und auch der Bart hat auch so eine weiße Stelle durch. Da wurden einfach gewisse Farben nicht geladen und deshalb, da müsst ihr einfach schauen, dass ihr die richtige gespeichert habt. Weil die sieht natürlich jetzt schon anders aus, ne? Muss man sagen. Ich schreibe sowas auch immer auf den Singleplayer. Wenn man so eine Fahne gemacht hat und die auch wirklich komplett funktioniert und man sieht, okay, das läuft, rate ich immer dazu, entweder gleich auf der Singleplayer-Map zu zeichnen oder halt auf der Singleplayer-Map eine Kopie davon anfertigen. Dass man, wenn irgendwann mal was sein sollte, irgendwie der Speicher gelöscht wird oder sonstiges, dass man auf der Singleplayer-Map noch einmal eine Kopie davon hat. Dass man jederzeit auch gleich noch einmal online hochladen im Online-Speicher. Mit dem Pinsel hergeht, zack, drüber wischt und die Feine wieder speichert. Ne? Dann kann sie auch nicht mehr genommen werden. Dann habt ihr sie einfach safe. Und nee, ist geil. Also Hut ab, riesen Respekt für diese krasse Leistung. Und es ist eine krasse Leistung. Wer da sagt, locker, Alter, nee, ist nicht locker, ne? Sonst mach's mal besser, ne? Leute, probiert selber. Und jo, ich hoffe, das Tutorial hat euch ein wenig Spaß gemacht und auch geholfen. Vielen, vielen Dank an den Rico für die grandiose Arbeit und auch fürs Bereitstellen für das Video, für ein paar Tipps. Und ja, an dieser Stelle würde ich mich auch schon wieder mit dem Rico verabschieden und wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari und Rico. Ciao, ciao.